Willkommen auf einem neuen Format Mensch zu Mensch, wo ich mir verschiedene Seiten, verschiedene Stories angucke von sehr verschiedenen Teilnehmern und man einfach reinschaut, wie die Perspektive aus deren Sicht ist, damit Menschen eventuell die andere Perspektive ein bisschen besser verstehen, die man im Alltag sonst nicht oft hört. Wir haben heute viele krasse Stories vorbereitet. Seid gespannt. Mein Gast ist heute Anonym. Was geht ab? Du hast sehr viele interessante Stories heute für uns. Anonym hat sehr viele Sachen gemacht, sehr viele Sachen in der Vergangenheit erlebt, sehr viele wilde Sachen. Erzähl einfach mal. Wie fing die kriminelle Laufbahn an? Also, ich habe zuerst angefangen zu kiffen, ganz normal mit Freunden so. Aber direkt als ich angefangen habe zu kiffen, wollte ich halt nicht meine Eltern irgendwie um Geld fragen oder so rumgammeln. Weißt du, was ich meine? Ich bin auch zur Schule gegangen und so. Deswegen habe ich einfach angefangen zu verkaufen. Ich hatte ein bisschen Geld auf Seite gelegt, habe meine erste Runde geholt, 25 Gramm Ort, habe das an meine Freunde weggedrückt. Dann ging es halt schnell weiter, so von 25 zu 50. Okay. Man lernt komische Leute kennen, weißt du, was ich meine? Schiefe Leute, Ältere, die schon diese Sachen länger machen. Und dann rutscht man halt immer mehr da rein in diese Sachen. Woher weißt du, wem du trauen kannst und wem nicht? Oder weiß man nicht. Kann man nicht wissen. Guck mal, diese Leute sind alle manipulativ, die diese Sachen schon länger machen. Genauso wie ich auch manipulativ geworden bin irgendwann. Man denkt nur an sein eigenes Hack und an sein, wie man sein Plus rankommt und so. Wo unterscheidest du zwischen mit wem du zusammenarbeitest und mit wem du nicht zusammenarbeitest? Am Anfang wusste man das nicht gut. Am Anfang hat man viele Fehler gemacht, man hat sich auf falsche Leute eingelassen, aber im Endeffekt muss man halt gut auf sich aufpassen und auch aus diesen Situationen rausfinden mit diesen falschen Leuten. Und irgendwann kriegt man halt ein Gefühl dafür, wer wirklich auch mit an einen denkt, wer einem mitgönnt und wer halt einfach nur einen ausnutzen möchte. Ich habe ganz krass das Wort Drogen gehört, ganz krass das Wort gehört. Gramm hier, Gramm da. Erzähl mal, was war die heftigste Erfahrung, die du mit einer Droge gemacht hast? Inwiefern meinst du jetzt? Meinst du jetzt vom Rausch her oder? Vom Rausch her, ja. Also Rausch her ist auf jeden Fall das Krasseste, was es gibt, LSD. Das kennt bestimmt jeder von euch. Das ist bewusstseinserweiternd, würde ich es beschreiben. Ja, es ist natürlich auch Psychosen. Also kriegt man auf jeden Fall auch Psychosen von, ist jetzt nicht so nice, aber ist auf jeden Fall krass, bist so 24 Stunden beim ersten Mal komplett drauf, checkst gar nichts mehr, aber für dich selber in deiner Welt checkst du alles, du verstehst die ganze Welt. Soll ich sagen, wie ich mir das vorstelle? Wie stellst du das vor? Ich stell mir das so vor, wenn du so eine Droge nimmst, wenn du so auf der Autobahn ein bisschen drückst, so 300 durch die ganze Zeit und um uns herum vergeht alles schneller, 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 aber irgendwann du gewöhnst dich dran und das ist auch Normalität. Und irgendwann, wenn du so bremst, du merkst, tschüss, ich war gerade richtig schnell. Und ich glaube, das ist so, wenn du aufhörst, kann das sein? Wenn du aufhörst, du merkst richtig so diese Bremse, auf einmal tschüss, ich habe aufgehört, wenn diese Wirkung so nachlässt? Guck mal, bei LSD ist das generell, es ist unbeschreiblich, das Gefühl ist unbeschreiblich. Egal, was ich hier jetzt erzählen werde über den Rausch, keiner wird das irgendwie nachvollziehen oder checken, außer er hat es selber schon mal genommen. Und das wird jeder, der das selber schon mal genommen hat, auch bestätigen können, hier in den Kommentaren, denke ich mal. Also, das ist eine Erfahrung, die man machen muss, wenn man darüber nachdenkt und so, aber ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, weil man, wie du gesagt hast, man will diesen Rausch immer weiter haben und immer auf die nächste Stufe bringen. Es hat ja auch bei mir bei Gras angefangen oder noch viel früher mit dem Alkohol und das entwickelt sich halt immer weiter. Aus Gras wird irgendwann Tilidin, aus Tilidin wird Alprazolam, aus Alprazolam wird Kokain, aus Kokain wird Ketamin, daraus wird LSD, es geht immer weiter auf eine nächste Stufe. Auch jeder Rapper und so ist Drogen am Ballern, ist alles nur am Rumlabern. Jeder von denen konsumiert irgendwas. Wie kommt man ran an sowas? Also wie kommt man ran an diese Droge, sondern wie fängt das an? Weil es gibt immer die Möglichkeit, Nein zu sagen, aber ich stelle mir vor, dass Situationen auch schwerer sein können, als einfach nur zu sagen Nein. Was ist die Situation, die dich so gepackt hat, dass du jetzt so richtig in diesem Kreislauf drin warst? Oh, das war der eigene Entschluss, Drogen zu nehmen und zu verkaufen. Es war viel weniger dieses nur nehmen, sondern auch das nebenbei zu verkaufen und Geld zu machen. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du hast Bock oder drauf und sagst, ey, ich hab geil Spaß daran, aber ich will auch verkaufen. Ja, auf jeden Fall. Wer waren so die ersten Menschen, die an dich herangetreten sind, beziehungsweise wie sind die an dich herangetreten? Ging alles miteinander über. Ich habe mir halt auch die Freunde gesucht, die auch genauso wie ich Drogen am Nehmen sind. Und wenn ich dann da auch mit Drogen da bin und die am Start habe zum Verkaufen,
die sowieso mein Umfeld sind, dann müssen die nicht irgendwo in die City fahren zu irgendeinem Pusher, sondern können auch direkt zu mir kommen. Und wenn du so sagst, du hast so, warst so richtig in den Filmen drin, wie viele Jahre ging das? Also ich habe jetzt so 3 Jahre lang aktiv verkauft auf jeden Fall. Auch 3 Jahre aktiv genommen jetzt? Ja, ja. Also die ganze Zeit, wo ich verkauft habe, habe ich genommen. Wenn du dabei bist, so zu nehmen und zu verkaufen, wie ist das so in deinem Umfeld? Wie sehr merkst du den Unterschied von, ich fange an, ich habe vorher nichts gemacht und ich fange an, bis zu, ich bin richtig drin? Wie krass unterscheidet sich so das Umfeld, Familie, Arbeit? Ja, es wird halt, ja natürlich, ich habe nie so ein Bombenverhältnis nach zu Hause, weil ich immer schon ein komischer Mensch war so für meine Familie, aber ja, es wird halt natürlich beschissen, man ist nie zu Hause, man ist nur unterwegs, macht irgendwelche krumme Sachen. Natürlich, die kriegen das nicht direkt mit, aber die können sich das trotzdem denken von dem Verhalten, wie man sich verhält. Und ja, es ist halt, es wird halt schon alles sehr negativ, die Welt. Das heißt, wenn du das Ganze nimmst, du merkst in dem Rausch nicht, wie negativ die ist, aber wenn du aus dem Rausch raus bist, merkst ja, du, ja, ne? dann kommen die Depressionen und die Paranoia und die Angststörungen und so. Alles. Und das überträgt sich auch auf die Familie, weil du hast ja gerade auch gesagt, komischer Mensch für die Familie. Ja, natürlich. Und ich glaube, die wissen nicht alles, was du nimmst und kennen sich auch nicht mit allem aus, was du machst. Und dann wundern sie sich auf einmal, wo der Switch kommt, richtig? Ja, genau, das ist das. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Wie ist das in Bezug auf sonstiges Umfeld? Hast du Freunde gehabt, die das gar nicht gemacht haben? Die dann so gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf dich, weil du jetzt so anders geworden bist? Nee, ich muss auch sagen, ich habe natürlich jetzt nie Leute hier irgendwie gesagt, fangt an Drogen zu nehmen, hier, das ist cool und so. Ich habe schon immer die Wahrheit gesagt, dass das halt, mir war das ja auch immer selber bewusst, dass Drogen im Endeffekt nichts Cooles sind und nichts Nices und so. Deswegen, ja, habe ich denen auch schon immer geraten, sollen das lassen und so. Natürlich haben sich Leute dann etwas mehr von mir distanziert, weil die halt mit sowas einfach nichts zu tun haben wollen. Aber das ist dann in dem Moment, wenn man voll high auf irgendwelchen Drogen ist, ist auch scheißegal. Juckt einen halt nicht. Warum will man das machen? Also was ist der Punkt, dass du sagst, ey, ich will jetzt raus? Ist es dieses aus dieser Welt ausbrechen? Weil ich bin dir ehrlich, das wollen die Menschen nicht zugeben, aber wir haben alle etwas, wo wir aus dieser Welt manchmal ausbrechen wollen. Ja, natürlich. Wollen. Das ist halt wirklich genau das. Man will einfach nicht dieses scheiß 0815-Leben leben, 8 Stunden am Tag arbeiten, wie so irgendein Keck sein Leben auf der Arbeit verbringen, das ist ja auch scheiße, das weiß jeder von uns, das ist einfach der größte Scheiß, davon wird man depressiv, davon hat man nichts im Endeffekt. So, man kriegt keine Erfüllung, man will dadurch irgendeinen höheren Sinn nachgehen einfach und das ist halt auch, hat viel mit Unterbewusstsein zu tun, denke ich. Was ich mich dann frage, ist, ich habe immer so gemerkt, okay, Leute machen das. Was mich selber dann nicht dazu gebracht hat, war, dass ich nicht verstanden habe. Ich habe dieses 0815-Leben hab ich gehasst, überall. Ich habe es Tode gehasst. Ich habe die Schule auch nicht gemacht, bin ich dir ganz ehrlich. Obwohl alle gesagt haben, Schule ist gut. Und ich wollte auch immer ausbrechen. Und was mich aufgehalten hat, ist, sagen wir mal, ich nehme jetzt richtig viel, ich baller mir eine komplette Dosis. Morgens muss ich aufstehen, trotzdem zur Arbeit. Ja, gehst halt nicht zur Arbeit. Du gehst halt einfach nicht zur Arbeit? Nee, man geht dann auch einfach nicht zur Schule. Das juckt dann halt einfach nicht. Wie passiert das dann, dass du sagst, okay, ich muss jetzt Geld verdienen, ich verdiene jetzt einfach kein Geld? Wie meinst du Geld verdienen? Also du bist jetzt auf der Arbeit und du sagst, ey, ich gehe jetzt einfach nicht zur Arbeit. Wie ist das dann, dass du damit umgehst, dass du deine Arbeit irgendwann verlierst und dass du dann weitermachen musst, das finanzieren musst, mal, aber die Arbeit verlierst? Ausweg aus diesen Gedanken und so, scheiße, ich war jetzt nicht auf Arbeit und so, sind einfach die Drogen. Ja. Das ist halt einfach die Sucht. Man ballert sich halt einfach noch eine Nase. Und denkst, scheiß drauf, ich gehe jetzt hier, da 10 Gramm Yay-Fact ticken, da 25 Gramm Auto wegdrücken, habe ich meinen Fluss. Habe ich mehr Fluss verdient, als wie wenn ich eine Woche arbeiten gehe, in 2 Stunden. Jetzt verstehe ich, das ist dieses, ich breche aus, indem ich meinen Kopf so ein bisschen wegsetze von der Welt. Ja, plus ich finanziere mir Kopf das. Dein Kopf ist komplett weg von der Welt, du bist gar nicht in der Realität. Okay, jetzt haben wir das Thema Drogen besprochen auch ein bisschen. Was mich jetzt aber interessiert ist, wie war die kriminelle Laufbahn? Das heißt, was war die schlimmste kriminelle Sache, die du gemacht hast? Also da gibt es schon schlimmere Sachen. Ich habe natürlich viel mein Umfeld mitbekommen mit Kiosküberfälle, Tankstellenüberfälle, Leute stechen, alles Mögliche. Aber so das Schlimmste, was ich gemacht habe, ist hier 2 Kilo Gras abziehen von irgendwelchen Pushern, wo man es halt machen kann. Bisschen Koka abziehen, alles Mögliche. Hier, also das ging schon weit von, ich habe jetzt hier vor einem Jahr, habe ich jemanden 120 Gramm Koka abgezogen. Einfach so, ich nehme das jetzt alles weg. So auf nee, den nicht so, Bruder, zugelabert, hier von wegen, wir arbeiten zusammen, bla 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 bla. Dann am Ende habe ich denen irgendeine Story erzählt, bin ich damit rausgegangen, habe mich verpisst. Hab denen gesagt, scheiß Miguel hier, nur Scheiße erzählt. Ich weiß was, wenn ich das hier räume, was krass ist,
Man wird eigentlich so den Menschen, von dem man Angst hat, wenn man in der Schiene ist. Ja, natürlich wird man von dem Menschen, von dem man Angst hat. Man, im Endeffekt habe ich auch am meisten Angst vor mir selber und nicht vor irgendwelchen anderen Leuten. Fressen und gefressen werden. Du weißt, was du tun wirst, um zu überleben. Das ist das. Ich verstehe. Und was war jetzt so die krasseste Story, wo du sagst, nicht unbedingt, das war das schlimmste kriminelle Erlebnis, aber das hat mich so am meisten so in diesen Wow-Effekt, ich bin gerade richtig drin, reingebracht. Boah, das ist das, diese ganze kriminelle Laufbahn. Wenn man mal danach so 2 Wochen nüchtern ist und erstmal auf alles zurückblickt und das realisiert, kommt das alles einem so surreal vor, dass nichts, man denkt, man ist in einem Traum oder auf einem LSD-Trip. Man denkt, man bildet sich das alles ein. Guck mal, ich habe von jemandem 120 Gramm Koks abgezogen. 3 Monate später habe ich von der gleichen Person ein halbes Kilo abgezogen. Von derselben Person. Wie kann man so dumm sein? Wie ist das überhaupt möglich? Das heißt, du sagst, du hast ja eben deine schlimmste kriminelle Tat erklärt. Das heißt, du hast diese Person abgezogen und dann nochmal abgezogen. Ja, nochmal abgezogen. Und das Dreifache. Aber wie merkt er das ja nicht? Wie ist er so dumm? Ich check selber nicht. Ich check selber nicht. Bruder, es ist gar nicht möglich, dass er das nicht checkt, aber es ist trotzdem passiert. Das heißt, du hast mir das weggenommen, der hat es einfach nicht gemerkt. Du hast gesagt, wir arbeiten zusammen, ne? Wir arbeiten zusammen. So, ich habe dir ein anderes Gesicht gezeigt. Ich habe dir ein anderes Gesicht gezeigt, habe mit denen geschrieben, habe denen ein anderes Gesicht gezeigt. Ganz einfach. Und boah, diese Leute sind behindert, die sind voll auf Drogen, Kokain, Upper, Downer, alles gemischt, die checken gar nichts. Wie alt warst du, als du angefangen hast? Vor 3 Jahren. Kann es sein, dass man da relativ jung reinrutscht? Das ist bei jedem unterschiedlich. Das ist echt vom. Ich kenne Leute, die machen, sind schon so schief und kriminell, seitdem 13 sind. Bei mir war das ein bisschen später. Es ist von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich. Ich muss mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Ich glaube, man ist da drin und man merkt gar nicht, was man macht. Man macht einfach. Nee, man macht einfach. Genau, das ist das auch. Man ist halt auf Rauschmitteln. Man ist in einem Rausch drin. Man checkt gar nicht, was man damit im Endeffekt anrichtet oder bewirkt, sondern man zieht einfach sein Ding durch. Was hat dich dazu gebracht, dass du einfach so gemerkt hast, was du da gemacht hast? LSD. Erzähl mal, beschreib. Bruder, ich war auf einen LSD-Trip und ich habe dabei Keta gezogen, Lachgas gezogen. Ich habe voll die Psychose bekommen. Ich dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Ich bin die ganze Zeit voll auf Drogen, ich verkaufe Drogen. Das ist im Endeffekt alles voll die Binder zu Scheiße. Ich weiß selber nicht, wie ich im Endeffekt zu diesem Entschluss gekommen bin, aber es kam einfach so. Das check nicht. Glaubst du, dass jeder diesen Entschluss hat? Irgendwann? Nee. Was sagst du diesen Menschen? Was rätst du diesen Menschen, die auf dem Trip sind? Was müssten die machen, um diesen Entschluss zu bekommen? Boah, die. Das ist schwer, unterschiedlich. Ne? Manche Leute müssten sich das Leben nehmen, wahrscheinlich, damit die aufhören damit. Manche Leute müssten einmal Knarre gegen den Kopf geschlagen bekommen oder der Sohn müsste erschossen werden oder so, damit die mal realisieren, was in deren Leben überhaupt abgeht. Manche Leute brauchen nur eine Backpfeife, ist unterschiedlich. Boah, ich stelle mir das echt wild vor, weil die Rapper rappen alle darüber. Und wenn man so 15 ist, man ist so 16, so, und denkt das so, man ist so im Bus mit so einer Musik, man denkt so, boah, sogar ich auch in der Musik, so im Bus, so, Haschisch, 10 Gramm Drogen, ich fick deine Mutter, ich erschieß dein, sowas, weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist alles uncoole Scheiße im Endeffekt. Das ist schon heftig, wenn wir so vorstellen, wenn wir schon über Knarren reden, hast du auch mit Knarren irgendwie in Verbindung geraten? Ja, natürlich, also. Inwiefern war das? Das war jetzt nicht besonders spektakulär. Irgendwelche Eltern hatten Knarren mit, dann man hat darüber geredet, man will den ficken. Dann hatte man die in Hand, wollte irgendwelche Aktionen starten, aber so, das alles Scheiße, Knarren und so, das ist nur was für Pussys. Was war die brutalste Situation, die du miterleben durftest? Brutalste Situation war, da war so ein richtiger Hurensohn. Wenn du das siehst, du bist eine richtige Missgeburt. Du weißt selber, du bist am Zittern, du Hurensohn, Junge. Kameras vor deiner Haustür und so danach, du Bastard, Alter. Bruder, einer wollte den klatschen gehen. Ja. Bruder, der will den ein Ding schieben. Bruder, der hat den 7-mal abgestochen. 7-mal? Bruder, 2-mal in den Rücken. Aber, Bruder, 7-mal, 2-mal in den Rücken? Ja, ja. Warum wollte der den abstechen? Der wollte den abstechen, weil der den ein Ding schieben wollte. Ich verstehe. War das ein Kollege von dir, der abgestochen wurde? Nee, ich distanziere mich von beiden. Beides so Lala-Leute, ne? Ja. Du hast quasi gesehen, wie ein Mensch auf einen anderen Menschen eingestochen hat. Stell dir mal eine Frage, die keiner dir stellt. Wie groß ist das Messer gewesen?
Beschreib mal mit deinen Händen, wie lang war das Messer? Das war so eine kleine Mini-Machete, so groß, aber breit. Ich weiß, die Leute da draußen unterschätzen, was ein kleines Messer ausmachen Oder kann. Diese kleine Messer hat ein Stück aus seiner Lunge rausgeschnitten. Das war 2 Zentimeter neben sein Herz. Oder ein falscher Stich, der wäre gestorben. Der ist nicht gestorben nach 7 Stichen. Nee, nee. Das ist 50 Cent oder was? Oder, oh Gott, oder 7 Stiche, der stirbt nicht. Natürlich gut, ne, dass er nicht gestorben ist. Aber ja, ja. Das heißt, der hat quasi... Sehen andere auch anders, ne? Andere denken sich auch, wäre der mal lieber gestorben. Das ist echt brutal. Ne? Da fällt mir, also ich sag, ist schwer schon, ist so ein bisschen schwer, es nachzuvollziehen. Aber wenn du dir so vorstellst, ich stelle mir gerade so deine Sicht vor, du siehst da vor, du siehst, der wird abgestochen, der ist voll am Bluten, lag da. Was hat denn gerettet, dass er nicht gestorben ist, ja? Oder ein Kollege von mir hat den anderen mit einer Energy-Dose auf den Hinterkopf gehauen, danach ist er weggerannt. Dann der rennt weg vor Energy-Dose, aber sticht einen ja, siebenmal ab. Ja, Bruder, das ist ein Hurensohn, das ist eine richtige Pussy gewesen. Bruder, der hat nur ein Ding bekommen und hat so gestochen. Bruder, der hat sich mit dem hauen können, alles, weißt du, was ich meine? Daran merkt man, dass die Leute, die Waffen haben, nicht immer krass. Das ist ja das, Bruder. Gerade die Leute, die mit Waffen rumlaufen und da so hantieren müssen und so, das sind halt die Leute, die am meisten Angst haben. Das vor allem, wenn ich so drüber nachdenke, das sind wahrscheinlich auch die Menschen, die draußen so richtig aufmucken. Weil ich, wenn ich durch die Stadt gehe zum Beispiel, sehe manchmal Menschen, die einem böse kommen, die so böse Blicke schieben. Ja, das sind schon die, die Schaden haben. Das sind die, ja? Die Schaden haben und einfach so Aktionen starten. Diese Leute, die so im Endeffekt wegen einer Bombe zustechen oder so, das sind Leute, die haben oder größte Kampf mit sich selber, die halten sich richtig bedeckt, haben Angst. Die haben Angst um ihr Leben, um ihr eigenes. Kommen die alleine? Sei mal ganz kurz ehrlich, keiner kommt alleine. Oder hätte der gewusst, dass da jemand klatschen will, käme der nicht alleine. Dann wäre ja. Der gar nicht erst gekommen, der Hundesohn. Dann ist der andere quasi ins Krankenhaus überliefert worden. Ja, ja. Wie haben die das geschafft, dass der nicht einfach verblutet da auf dem Tisch? Ja, Gott. Boah. Krass, ja. Sehr, Gott. Sehr, sehr krass. Was hat dich dazu gebracht, dass du dann am Ende gesagt hast, ich will jetzt damit aufhören? Oder keine Ahnung. Auch Gott. Aber kann man von vorne bis hinten direkt sagen, ich höre jetzt sofort auf damit? Nee, auf jeden Fall nicht. Das läuft im Unterbewusstsein, im Kopf, weißt du, ich meine? Ja. Man kriegt halt einfach einen Schaden durch diese ganzen Sachen. Man verarbeitet das nicht, weil man die ganze Zeit voll auf Drogen ist. Man träumt ja auch nicht, nichts auf Drogen. Man lebt einfach. Man träumt nicht auf Drogen? Nein, nein, man träumt nicht. Was ist denn der Reiz dann? Also was ist so das, was du sagst, ich weiß abschalten, verstehe ich. Aber für jemanden, der noch sich nicht mit Drogen auskennt... Wie erklärst du jemanden, der sich nicht mit Drogen auskennt, wie sich das anfühlt? Kann man nicht erklären. Geht nicht. Siehst du smaragde Farben, so dies, das? Nee, man... Das ist halt einfach ein Rausch, bewusstseinsverändert. Ja, verstehe. Wie sagt man, dass dieser Rausch... Man sagt, dieser Rausch macht süchtig. Und man will immer mehr. Ja, das ist ja auch... Genau das ist das ja. Das ist ja nicht nur, hier man ist süchtig nach Kokain oder man ist süchtig nach Ott. Man ist einfach süchtig nach dem Rausch, das ist egal welcher Rausch ist. Leute halten sich nur zurück und sagen so, nee, ich will mich davon fernhalten und so, weil die halt das haben. Aber im Endeffekt, auch Leute, die Zigarette rauchen, würden die keine Zigaretten rauchen, die hätten auch Bock auf irgendeinen anderen Rausch. Jetzt, ich bin hier auf, nehme keine Drogen, ich habe gesnifft, alles. Danach, ich habe aufgehört, ich habe mir halt einfach irgendwelche anderen Drogen geballert. Einfach andere neue Drogen. Ja, natürlich. Einfach irgendwas anderes. Ich habe kein Tilidin mehr genommen, habe ich mit Alprazolam angefangen. Woher weißt du, was es alles gibt? Woher weißt du, was es gibt, wenn du einmal damit angefangen hast? Okay, oder du kennst die und die Droge, woher weißt du, dass es noch andere gibt? Kommt. Das kommt auch von ganz alleine. Verstehe. Wenn man diese Kreise ist, das kommt von ganz alleine. Das eine geht zu dem anderen. Und hier gerade auch noch in dieser Stadt, wo wir sind, ist ja eh Drogen überall. Und alles verfügbar, ist gar kein Problem, an irgendwelche Drogen zu kommen. In ganz Deutschland ist kein Problem. Man kann überall jede Droge organisieren. Ja. So, die Gesellschaft ist eh schon komplett verseucht von den Drogen. Hast du mit Polizisten auch zu tun? Ja, ich wurde einmal von... Ah, das ist die ekelhafte Geschichte auf jeden Fall. Ich wurde einmal von 2 Polizisten gehauen. Das waren auf jeden Fall richtige Nuttensöhne. Ich war da mit einem Achi so, wir waren... halt irgendwas am machen, ne? Und dann kam Polizei so, die haben uns verhaftet. Ja. Der packt mich einfach an. Ich hab so seinen Arm von meinem Arm weggenommen, wollte mich von der Situation entfernen. Dann packt er mich, wirft er mich auf Treppenstufen mit meinem Kopf, haut so mit seinem Kopf, wirft er sich auf mich drauf.
hab mich so auf Boden, mein Kopf ist auf diese Treppenstufe, der haut mit seinen Ellenbogen auf meinen Kopf drauf, 3-4 Mal. Sein Kollege kommt von hinten angelaufen und gibt mir so Tritt in den Rücken rein. Ein Polizist? Ja, ein Bulle. Hattest du eine Waffe? Nein, ich hatte nichts. Ich war sogar noch minderjährig zu dem Zeitpunkt. Boah! Danach, ich stehe so auf, so, ah, mir geht's nicht gut und so, ich habe voll die Filme gespielt. Der guckt auf meinen Ausweis drauf, der sieht so, ich bin minderjährig, der ruft direkt Krankenwagen, sagt so, ich bin beim Flüchten auf die Treppe. Du haust also einen Typen und dann rufst du Krankenwagen, ja, weil Filme du merkst, dass der minderjährig ist. Ja, genau das, der hat Filme geschoben auf einmal. Aber guck mal, da frage ich dich wieder an die Polizei, da frage ich mich ehrlich, ihr wollt dafür sorgen, dass Leute damit aufhören? Aber oder wollen die doch nicht, das sind genauso Menschen wie jeder andere, die haben genauso ihre Dämonen im Kopf. Das sind auch nur irgendwelche Hurensöhne, die ihren Job machen. Und die machen den Job auch nicht richtig wie jeder andere. Also, was ich erlebt habe mit Polizei, ich habe schon mal erlebt, dass ich einfach rumgelaufen bin auf der Straße und die Polizei mich gefragt hat nach meinem Ausweis und ich der Einzige war, der diese Hautfarbe hatte und kein anderer nach dem Ausweis gefragt wurde für mehrere Stunden. Und als ich mich aufgeregt habe, wurde der Polizist direkt aggressiv. Und ich frage mich manchmal, warum werden die direkt handgreiflich? Er wurde nicht handgreiflich, aber hätte ich noch mehr gesagt, wäre er handgreiflich geworden. Nicht alle sind so, aber warum? Was denkst du, warum werden die direkt handgreiflich? Das sind Menschen. Die dürfen nicht in der Position sein, wenn die handgreiflich sind. Ein minderjähriger Junge, weißt du? Ruft da noch Krankenwagen. Guck mal, das ist genau so gleiche Spiel mit irgendwelchen Politikern und so. Die dürften auch alle nicht in dieser Position sein, aber sind da. Das sind alles nur irgendwelche fucking Menschen, die machen genauso Fehler wie jeder andere Mensch, haben genauso kranke Gedanken im Kopf wie jeder andere. Wenn du so da bist und du sagst, mir sind diese ganzen Sachen passiert, was ist so der Punkt, der dich wirklich davon weggebracht hat? Gehen wir jetzt erstmal auf die Drogenthematik ein, mit der Drogenthematik aufzuhören. Du hast ja gesagt, Gott. Nicht Gott, ich bin nicht religiös oder so, aber ich habe das auf jeden Fall nicht selber gefasst, diesen Entschluss. Der kam irgendwie zu mir. Ich habe keine einfach Ahnung. Überlief, einfach gebracht. Ja, keine Ahnung wie oder was. So, ich bin auf jeden Fall darauf gekommen. Als du darauf gekommen bist, war das so von A, ich glaube B, ich höre auf? Ja, das war von A bis B. Ich war davor auf LSD, Ketamin, Lachgas, Kokain, alles. Das ist scheißegal. Scheißegal, wirklich. Ich habe einfach gedacht, ey, das behindert, was ich hier mache. Scheiß drauf. Aber sei mal ehrlich, wie? Weil du hast dein Umfeld, das dich zieht. Du hast die ganzen Jungs, die dich ziehen. Mach weiter, nicht verkaufen. Du hast die Gefahr, dass du weniger Cash machst, weil du nichts mehr verkaufen kannst. Du hast die Gefahr, dass du nicht mehr aus dem Alltag entfliehen kannst. Wie hast du das geschafft, diesen Umfeld und diesen ganzen Druck? Ein Umfeld ist immer noch gleich. Diese Leute sind auch, mit denen ich mich zuletzt umgeben habe, das sind alles stabile Leute, die unterstützen einen auch dabei, wenn man sagt, man will nichts mehr damit zu tun haben, man will keine Drogen mehr nehmen, die das geben einem nichts. Das ich glaube, du hast da Glück ein bisschen mit dem Umfeld, weil ich glaube, nicht jeder hilft einem, weil manche wollen dann auch einfach dann fallen. Ja, natürlich, das meine ich, man muss sich aussuchen, mit welchen Leuten man chillt. Wenn ihr mit irgendwelchen Huren so chillt, dann seid ihr die Behinderten im Kopf. Du musst wissen, mit wem du chillst und wem nicht, das gilt für alles. Das gilt nicht nur jetzt für diese Thematik, sondern ich finde, das gilt für das gesamte Leben. Freunde, ja, Leute, mit denen du zusammenarbeitest, Partner, alle können dich hintergehen. Nicht nur jetzt hier, sondern überall im Leben. Und an der Stelle muss ich sagen, sehr, sehr krass, dass du von vorne bis hinten aufgehört, also dass du direkt aufgehört hast. Ja, ich war auch bei vielen Psychologen und so, therapeutischen Gesprächen. Ich bin jetzt auch immer noch in psychologischer Behandlung. Ich bin direkt am nächsten Tag dahin gegangen. Die meinten direkt alle, ich muss stationär in die geschlossene Klinik gehen, um das irgendwie zu schaffen. Und da dachte ich mir halt auch noch mehr so, ich gehe doch nicht in eine Klapse, Alter, da werde ich doch noch mehr behindert, wenn ich damit nur behinderten Leuten umgeben bin. Denke ich mir wirklich auch, ey, du kommst in so einen Raum rein. Oder da sind nur behinderte Leute. Man wird automatisch behindert. Natürlich. Du wirst, wie willst du es besser werden, wenn man dir klar macht, du bist jetzt so gestört, du musst jetzt da rein mit diesen Leuten und jeden Tag merkst du, ich bin wirklich gestört. Ja, ja. Es ist doch viel einfacher, wenn du in deinem natürlichen Umfeld bist. Natürlich, man muss selber diesen Entschluss fassen und einfach da rauskommen. Ja, verstehe ich. Kein Ding. Yo, Bro, was machst du, ja? Oder man muss was trinken, Cousin. Ja, okay, sonst kackt man ab. Wo du recht hast, hast du recht. Wasser ist auch gesund, Leute. Alkohol war bestimmt auch ein Teil. Nicht nur, dass du jetzt sagst, Drogen, die man so einnimmt, raucht oder sowas, sondern auch Alkohol. Alles ist Drogen. Im Endeffekt Zucker ist auch eine Droge, was viele nicht wahrhaben wollen oder so. Aber man wird von allem süchtig, egal ob das Adrenalin ist. Jede Droge bewirkt einfach nur, dass in deinem Körper oder deinem Gehirn irgendein Hormon ausgeschüttet wird. Ja. Ja, deswegen Alkohol natürlich auch. Mit Alkohol hat wahrscheinlich jeder Rausch angefangen von den meisten, hier in Deutschland.
Brutal. Also, weil Alkohol ist legal. Jeder trinkt Alkohol. Man fängt sehr früh an mit Alkohol. Das macht jeder. Aber sobald du einmal was anderes machst, was man zum Beispiel rauchen kann, ja, Gras oder sowas. Ich würde sagen, so Alkohol und Zigaretten sind halt die gesellschaftstauglichen Drogen. Und deswegen hat der Staat die halt einfach legal gemacht, damit er dann auch dicke Fluss machen kann. Was ist die schlimmste Droge und was ist die leichteste Droge? Ja, also ich würde schon so sagen, die schlimmsten Drogen sind Schore und Crystal Meth. Ja. Okay. Damit habe ich jetzt keine Erfahrung gesammelt. Ich kenne aber Leute in meinem Umfeld, die haben Erfahrung gesammelt. Und die Leute, die das gemacht haben, sind auf Lebenszeit auf jeden Fall richtig gefickt. Die kommen nie wieder weg von den Drogen. Eine Frage habe ich. Wenn man jetzt mal so richtige Junkies bei uns, ich will den Platz, den Namen nicht sagen, aber es gibt einen Platz bei uns, ja, in unserer Stadt, da chillen alle. Die haben keine Zähne, die sehen so aus. Wie passiert das, dass du keine Zähne mehr kriegst? Weil, okay, du nimmst was, aber wie? Ich denke mir so, okay, Snooze-Fleisch. Die Frage kann ich dir auch nicht beantworten. Dass die Leute haben ihr Leben gelebt und sind da gelandet, wo die gelandet sind. Schicksal. Du hast ja gesagt, Drogentrip, okay. Dazu habe ich noch eine Frage, wie ist das mit dem Dämon gewesen? Sag mal, du hast jetzt aufgehört, du bist jetzt ein bisschen ruhiger, du hast jetzt schon mehrere Wochen ausgehalten. Was heißt ruhiger? Man hat einen viel größeren Schaden. Diese Drogen richten einen Schaden im Kopf an. Ja. Und den Schaden merkst du danach. Danach merkst du den erst richtig, danach wird er dir bewusst. Inwiefern im Alltag merkst du das? Ich bin, oder das geht gar nicht. Man muss da erstmal ganz langsam wieder reinfinden. Guck mal, das Ding ist, das Format heißt der Mensch zu Mensch. Der Polizistin, der dich geschlagen hat, ist ein Mensch. Der, den du abgezogen hast, ist auch ein Mensch. Ich nehme mal an, das wird einem nicht klar, dass das andere auch Menschen sind. Wie zum Beispiel der, den du abziehst, dass es auch nur jemand ist, der Angst hat oder der in dem Moment nicht weiter kann. Doch, natürlich. Und in dem Moment sucht man sich natürlich auch genau die Leute aus. Wenn ich jemanden abgezogen habe, habe ich mir doch genau die Person ausgesucht, die Angstzustände kriegt, wenn da jemand mit einem Bumme steht oder mit einem Messer oder allein schon, wenn man dem mit Schlägen droht. Genau diese Leute sucht man sich schon aus zum Abziehen, weil das ist dann halt einfach ein Selbstläufer. Klappt halt. Sehr krass, wie psychologisch das Ganze auch ist, muss ich an der Stelle ehrlich sagen. Jetzt haben wir gesehen, okay, guck mal, du hast warst an der Stelle, wo du Menschen ausgenutzt hast. Hast du dich am Anfang ausgenutzt gefühlt, als du in die Szene reinkamst? Ja, da gab es schon auf jeden Fall Situationen, da hat jemand versucht, mich auszunutzen und so, aber das habe ich halt recht schnell geblickt und dann habe ich den natürlich im Endeffekt auch dafür gefickt, weil... Wie fickt man jemanden? Wie hast du den so richtig gefickt? Wie hast du den bestraft quasi? Du sagst, ich habe den einfach, der wollte mich ausnutzen, dann habe ich den gedribbelt, habe ich den ausgenutzt. Ja. Wir haben jetzt gesehen, du fängst an, du wirst ausgenutzt, lernst, ich nutze die anderen aus, aber dann sagst du, ich höre komplett auf und gehe raus. Wie ist es dann, wenn du sagst, ich höre auf und gehe raus? Wie sieht die Welt dich, wenn du plötzlich in dieser geschlossenen bist? Es ist mir scheißegal, wie die Welt mich sieht, weil im Endeffekt das sind alles, wie du gesagt hast, jeder Mensch ist nur ein Mensch. Jeder Mensch hat Dämonen im Kopf und lebt sein Leben und im Endeffekt leben wir alle auf der gleichen Welt. Jeder kriegt das Gleiche mit auch. Jeder sieht, was abgeht auf der Welt und so, und das, die Welt wird kaputt gehen. Haben die dich behandelt, als wärst du kein normaler Mensch? Andere Leute, so normale die, Menschen. Die wissen, dass du da warst, die auf dich außen rüber groß. Ja, natürlich, Leute, manche Leute haben so von oben herabgeguckt, denken sich, was ist das für einer und so. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich krassere Sachen in meinem Leben erlebt habe, als irgendwelche Leute, die 20 Jahre älter sind als ich und dann hier mir Sachen erzählen wollen, wovon die gar keine Ahnung haben. Oder hier, hör auf mit der Scheiße und so. Das ist halt nicht so leicht in diesem Moment einfach. Was ich an der Stelle sagen muss, ist, ich finde es schade eigentlich, dass die Menschen einen dann so quasi auf einen runtergucken, weil, okay, die sind vielleicht nicht in der Situation, aber gerade weil die nicht in der Situation sind, wissen die nicht, wie schwer das ist. Genau, das ist das. Aber sowas begreifen die wenigsten Menschen. Dass man muss sich halt gut in Leute hineinversetzen können. Es gibt auch viele Menschen, die wollen einem helfen, wie zum Beispiel Leute im psychologischen Praxisen und so, die wollen einem einfach weiterhelfen. Deswegen haben sich auch diese Jobs ausgesucht. Aber zum Beispiel bei Polizisten, die wollen Leute ficken. Die wollen Leute ficken, die wollen Leute verhaften, die wollen die in Haft stecken. Das sind ekelhafte Menschen. Mein echtes Gefühl, die arbeiten manchmal gegen einen. Ja, natürlich arbeiten die gegen einen, oder? Die wollen einen ficken, die wollen dann einfach einen Haft ficken. Glaubst du, alle Polizisten sind so? Oder glaubst du, es gibt auch Gute, aber die Schlechten überwiegen halt, weil du halt meistens die Schlechten kriegst? Es gibt bestimmt auch Gute, aber im Endeffekt hat auch jeder Mensch etwas Schlechtes in sich, ne? Bei manchen Menschen ist das Schlechte ein bisschen mehr, bei manchen schlechten Menschen ist das Schlechte ein bisschen weniger, aber jeder hat diese zwei Seiten auf jeden Fall. Ich finde das sehr schade, weil du musst dir vorstellen, Leute in hohen Positionen, wie zum Beispiel ein Polizist, hat auch eine Seite, die er rauslässt, eine schlechte Seite, die er vielleicht draußen nicht zeigt. Hat aber auch eine gute Seite, die man nicht oft nicht sieht.
Aber an der Stelle ist es sehr krass, wie zwei Menschen in verschiedenen Situationen sehr ähnlich sein können, quasi. Du ziehst jemanden ab, aber er nutzt dich auch aus, aber er ist in einer ganz anderen Position, deswegen kann er das tun. Das stimmt nicht, weil im Endeffekt ist dieser Typ genauso ein Mensch wie man selber. Man kann alles mit dem auch machen, was der mit einem macht. 100% auch, aber das Problem, was mich an der Stelle dann abfuckt, ist, der tut dir dann was an und du bist dann trotzdem der Böse, weil er der Polizist ist, checkst du? Ja, natürlich, aber so ist halt der Kreislauf des Lebens. Leute nutzen ihre Machtpositionen aus, das war schon immer so, das war schon vor 10.000 Jahren so, das war wahrscheinlich schon vor 500.000 Jahren so, das war schon immer so. Menschen sind halt einfach ekelhaft, dieses Bewusstsein und so, das ist schon krank. Aber guck mal, das Ding ist, ich mache selber Bodybuilding, ich mache selber Sport, wenn ich so das Thema Drogen höre, wie hat dich das körperlich so richtig beeinflusst? Also was hast du körperlich gemerkt? Also ihr habt bestimmt auf jeden Fall schon mitbekommen. Ich bin hier die ganze Zeit am Husten wie so ein Behinderter. Das ist eine chronische Krankheit, die ich dadurch bekommen habe. Vom Kiffen, vom Lachgas, vom Koksballer. Meine Nase ist zu, wird nie wieder aufgehen. Und es fickt einen körperlich komplett. Meine Synapsen sterben ab im Gehirn. Und man wird einfach unfähig. Kann man hier wieder weggehen, dem Husten? Mit dem Husten schon, also ich muss jetzt so ein Asthma-Gerät benutzen wahrscheinlich. Aber das chronische Husten halt, ne? Ja, verstehe. Oder ich liege nachts 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens im Bett, ich huste mit der Seele aus meinem Leib morgens, ich gehe erstmal kotzen. Das ist krass, weil das sagt das Internet keinem. Nee, natürlich, das sagen auch die ganzen krassen Dealer nicht und so, weil die sich schämen, weil das irgendwelche Schwanzlutscher sind. Auf Social Media höre ich Jejo, Haschisch, 7 Kilo Haschisch, 7 Kilo Haschisch. Ja, Leute, die so reden, so über diese Drogen reden und so, die sind selber voll drauf. Ja, das ist das Problem. Aber die Jugendlichen da draußen, zum Beispiel ich, mich fuckt eine Sache persönlich übertrieben ab. Scheiß drauf, dass wir in dem Interview sind, ich bin dir ehrlich, ich rede normal. Lachi, ich hasse Lachi. Warum hasse ich Lachi? Lachi ist jetzt nicht, glaube ich, was ich gehört habe, nicht so heftig wie diese ganzen anderen Hardcore-Sachen. Na klar, Lachi ist das Schlimmste von allen, vertraut mir, ich schwör's. Ich habe 2 Monate am Stück Lachgas genommen, ich habe an manchen Tagen 12 Liter von dieser Scheiße konsumiert. Man kriegt so eine Psychose davon, es ist so schwer aus dieser Sucht rauszukommen davon, dass es behindert. Danke, dass du das sagst, weil... Und die Scheiße kriegt man an jedem Kiosk, überall, es ist so leicht zu bekommen, es gibt Taxis, alles ist... Der größte Müll. Das Problem für mich ist, mich fuckt ab, ich habe auch ein Video dagegen gemacht. Und manchmal beleidigen mich Menschen, wenn ich dagegen Videos mache. Oder? Das sind verlorene Menschen, die generell hier irgendwo irgendwelche Leute beleidigen müssen im Internet, die gar nicht kennen, verloren. Was ich einmal gesehen habe, ist, ich habe gesehen, dass ich war draußen unterwegs und ich laufe so durch die Stadt, das war Düsseldorf. Und ich sehe so eine alte Dame und so ein Typ, der zieht so einen Ballon und fängt einfach an, die zu beleidigen, der kennt die gar nicht. Und ich denke so, diese alte Dame könnte deine Mutter sein, weißt du, was ich meine? Natürlich. Die Leute werden behindert, die sind gar nicht mehr sie selbst. Man kann gar nicht beeinflussen. Im Kopf gehen ganz komische Sachen ab. Leute, hört doch auf mit dieser Scheiße. Ich sehe euch, ich schreibe, ich sage euch tausendmal, hört auf. Hört auf. Nein, ich will nicht aufhören. Das ist die Sucht, die aus den Leuten spricht. Die Synapsen werden ja von Drogen... ausgeschaltet sozusagen. Ja. Und das Einzige, woran die denken, sind mehr Drogen. Weißt du, was krass ist? Kleine Kinder. Ich sehe kleine Kinder. Gucci, Cappy, so oder kaputt. Die werden alle gefixt von Social Media und so. Weil irgendwelche Rapper hier Sachen posten und so. Die denken, das ist cool. Das ist krank. Das ist ehrlich krank. Traurig auch ein bisschen. Was? Das ist einfach nur traurig. Deswegen, dieses Leben ist kaputte Welt einfach nur. Einfach nur kaputte Welt. Was jetzt wichtig ist, wenn so viele das machen, was war dein Ausgleich damals, als du gesagt hast, ich habe das genommen und habe aufgehört? Was hast du stattdessen anderes gemacht? Sagen wir, du bist jetzt quasi bei der Therapie, du bist jetzt quasi drinnen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, jemand ist geschlossene? Wahrscheinlich nicht, ist ja kein Knast. Aber es gibt schon geschlossene Therapie, da bist du dann eingesperrt. Warst du dort? Nee, da war ich aber nicht. Aber du bist in der Therapie und du bist da für mehrere Wochen, Tage, Monate. Was war dein Ausgleich, das, was du gemacht hast, um das zu kompensieren? Ja, man hat sich auf andere Sachen konzentriert. Ich habe an Essen gedacht, ich habe daran gedacht, wie ich Sport mache, wieder Fußball spiele, Tischtennis, alles Mögliche. Hauptsache, man lenkt den Kopf von Drogen ab. Leute, es gibt andere Dinge auch. Weißt du, was ich meine? Wach doch auf. Das ist das. Die Leute müssen einfach nur aufwachen. Diese ganzen Leute, die Drogen nehmen, die sind so in diesem Teufelskreis gefangen, die checken gar nicht. Die denken, so Leute, die Tischtennis spielen, sind komisch und so. So geht deren Kopf ab. Das Ding ist,
die sehen auch nicht, was außen wie das aussieht, weißt du? Ich sehe so, ich gehe durch die Stadt, ich sehe so wirklich nur Jugendliche, alle mit Ballon am Ziehen und ich denke mir, man kann es ja nicht machen, aber es ist cool, dass du zum Beispiel das sagst, dass du von deiner Erfahrung erzählst, weil es auch an der Stelle wichtig für mich, dass die Leute das checken, weil ich sage das immer, aber dann denken die, ja, der macht es eh nie, der weiß eh nicht, wie das ist, das ist ja ein Bock, der hat gar keine Ahnung und so. Aber wenn du das gerade auch sagst, dann hoffe ich mal, dass die einen oder anderen Dullis aufwachen. Diesen Leuten ist das auch alles bewusst im Kopf, denen ist das bewusst, aber die kommen aus dieser, die sind zu schwach, ihr seid einfach zu schwach, um da rauszukommen, ihr seid einfach Junkies, ihr werdet irgendwann an diese Platz enden, hier in diese Stadt und da abkacken. Ihr habt keine Weitsicht. Guck mal, Was ist das? Er hat das 3 Jahre gemacht, er hat gesagt, er hört auf, er hat gesagt, er hat aufgehört, fühlt sich jetzt besser, sei mal ehrlich, im Vergleich natürlich, dazu. Natürlich, dieser Schaden, den die Drogen angerichtet hat, bleibt und ist da, aber es wird sich halt verbessern. Ja, ihr seid Autos. Macht mal was anderes. Ihr tut so, als wäre das das Einzige, so, weil ihr seid zwölf. Auf jeden Fall, sorry, man kennt mich für Videos, ich habe immer Videos gemacht, so gegen Vapes, ich habe so Vapes genommen. Vapes sind eigentlich keine richtige Droge, ich weiß nicht, ob man es Droge nennt. Ja, Nikotin natürlich auch. Ich fuck das halt ab, weil ich sehe jeden mit bunten Stift. Diese Vapes sind nochmal schlimmer als Zigaretten, weil eure Lunge geht kaputt, ihr kriegt genauso einen Husten wie ich, mit Schleim raus und so, ihr fühlt euch richtig ekelhaft davon. Bunt, Tabak, Erdbeere. Ich habe eine Frage, jetzt ehrlich, haben Lachen Geschmack? Ja, es gibt so Geschmäcker auf jeden Fall. Oder wer macht... Die hat nicht mal ich benutzt, diese Geschmack. Bruder, das Gas, was in eure Lunge geht. Ihr zieht an einen Ballon Gas rein und raus. Ihr wollt dann noch Geschmack, Alter. Ihr seid richtige, ekelhafte Leute. Was fühlt man bei Lachi? Ist man so weg einfach, oder was? Man ist komplett Heide, gar nicht mehr in der Realität. Ich hatte einmal erlebt, dass ich jemanden kannte, der Lachi genommen hat. Ne? Wir waren im Auto am Sitzen, haben gechillt. So, ich wusste nicht, was das ist damals. Und der hat es so genommen, der meinte, ich nimm das. Ich dachte so, das ist harmlos, weil er so einen Ballon gehabt, ne? Ja, man denkt auch nichts dabei. Der zieht das, auf einmal, der fängt an zu lachen, ja. Der schreit rum. Völliger Realitätsverlust. Und ich dachte mir, so macht der jetzt, tut der jetzt nur so, aber der hat einfach nicht aufgehört, nicht aufgehört. Nee, man kann auch nicht aufhören. Leute, erzähl mir, ich sitze halbe Stunde bei denen im Auto, oder ich dachte, ich bin 2 Minuten da, ich stehe vor meiner Haustür, ich bin da einen Ballon nach dem anderen am Kicken, ich sage, noch diese Ballon höre ich auf, ich mache mir den nächsten. In meiner Erinnerung bin ich nach einem Ballon ausgestiegen, nach mir zu meiner Wohnung gegangen, nach Hause. Die erzählen mir danach, ich sitze da eine halbe Stunde lang, baller mir einen Ballon nach dem anderen, man checkt das gar nicht. Die Leute knallen sich einen Ballon nach dem anderen, die denken sich jedes Mal, nach dieser Flasche höre ich auf, die checken das gar nicht. Und für jeden da draußen, der jetzt sagt, ja, meine Freundin macht das, diese eine Mädchen macht das, die wollen, dass ich das mache, die wollen... Oder wenn diese Leute euch noch sagen, ihr sollt das machen und so, realisiert mal, was wirkliche Freunde für euch sagen würden. Was wirkliche Freunde euch sagen würden, was ihr machen sollt in dieser Situation. Keiner von deinen echten Freunden wird euch einen Ballon geben oder sagen, hier, zieh mal noch mit mir diese Nase weg. Habt doch ein bisschen Eier so, manchmal habt doch ein bisschen Eier. Das verstehe ich nicht. War aber jetzt mal eine andere Frage. Was, sag mal, du hast jetzt so... Du kennst jemanden, der dir nahesteht und der fängt gerade an. Was ist so der Tipp, dem du der Person geben würdest? Drogenfan an nichts, kein Ausweg aus deiner Lebenssituation. Es wird sie einfach nur in negativer Art und Weise verschlechtern. Ja. Es fuck, bei jedem ist das so gewesen. Man denkt vielleicht hier so, auch bei Zigaretten, alles Mögliche. Das alles macht nichts besser. Macht nichts besser, weißt du? So, du bist 12, bist zu Hause und chill mit Playstation 4 und so, weißt du, was ich meine? Danke dir auf jeden Fall für deinen Input. Ich bin auch froh, dass du so offen warst, das zu teilen. Ja, klar, ich bin immer offen. Dass viele auch daraus lernen, so ein bisschen. Und ich danke dir auf jeden Fall, ja? Kein Problem, Bruder, gerne. Das war das Format Mensch zu Mensch. Clip das, lad das auf TikTok hoch. Ich mach keinen Spaß mit euch. Lädt das überall hoch und so. Nimmt das Video, nimmt das und ladet das hoch. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, schreibt rein, was ihr als nächstes sehen wollt in die Kommentare. Liken, teilen, abonnieren, wie immer, ihr hört das überall. Ich sag's trotzdem nochmal. Wie ist dein Instagram? socialclub.ww. Folgt mir. Schaut gerne vorbei. So, das war's, Leute. Ich küsse eure Herzen. Hört auf mit Lachi. So. Hört auf, es fickt euer Kopf. So, weißt du? Vapen, ich hasse Vapes. Ich muss nicht sagen, Leute, ihr wisst eh schon, hör auf, weißt du? Okay. Mach's gut. Ciao, ciao. Pew.